Und weiter geht es mit Part 2 der letzten Folge von Marvel's Spider-Man Miles Morales. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Auf jeden Fall, Leute, ja, es ist die letzte Folge. Und nochmal zum Schluss, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst mir eine Bewertung da und guckt unten in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Und ich bedanke mich bei jedem, die das von Anfang bis Ende mit angeschaut haben. Finn, du musst wissen, ich höre dir nicht mehr zu. Oha! Ich muss dir sagen, was mit dem Reaktor ist. Oh mein Gott, Alter. Okay. Ich muss irgendwie. Oh mein Gott. Ey, die Leute nerven mich gerade übel, ey. Der kommt. Oh mein Gott. Oha. Ey, Alter. Ja, laber mich nicht weiter weg die ganze Zeit. Komm mal her. Weg mit dir. Lass mich mal mit dem Riesen allein. Oh, shit. Okay. Ich hab dich verstanden. Ich hab dich verstanden. Oh, yes! Und? Was? Das war's hier, Billy! Du weißt halt. Jetzt hab ich dich. Vorbei mit dir. Oh, kommt schon! Das ist mein Lieblingsmuseum! Hä, was passiert? Hä, was ist los? Besiege den Untergrund. Ich hab ohne Joski. Hä, wo ist der? Ach so. Geh mal weg, Mann. Oh mein Gott. Ey, nicht schon wieder ihr, Alter. Hör auf, Morok mit deinem Ding abzuschießen. Alter, Jungs. Jungs. Guck mal. Nein, 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 nein. Steh nicht auf, steh, nein. Ich muss machen. Der nervt mich. Und der da oben nervt mich am meisten. Oh mein Gott. Echt jetzt? Du lügst, ich nutze kein. Ich nutze keinen Strom. Alle Straßen aus Harlem raus sind blockiert. Wo bist du? Bei eurer Wohnung. Wir suchen Unterschlupf. Geht zu Theos Bodega. Ich komm bald nach. Wir beschützen alle, solange wir können. Sie ausschalten, bevor ich nach Harlem gehe. Dieses Venom-Schlag zum Schluss ist richtig gut. Oh mein Gott, ich hab grad nicht gecheckt. Direkt. Ich nehme euch alle weg. Guck mal, was soll das? Was soll das? Dann krieg ich halt einen Finisher. Wo sind die anderen? Was war das für ein Geräusch? Natürlich. Ja, dann schießt. Hab dich. Oh mein Gott. Jawohl.
Hört auf, die ganze Zeit mit dieser Waffe zu schießen, ey. Ich mach euch jetzt mal, ich lösche euch mal aus, alle. Ich hab keinen Bock mehr auf euch, ey. Untergrund hier, Untergrund da, wie oft noch, Alter? Ich hab keine Lust mehr, Alter, ey. Seid ihr fertig? Fertig. Fertig. Und hier fertig. Ich muss zurück nach Harlem. Jetzt, bevor Finn den Reaktor zerstört. Ja, dann let's go. Genki, melde dich. Wie läuft die Evakuierung? Schlecht. Roxxon und der Underground sind überall. Es ist wie im Krieg. Seid ihr sicher? Meine Mom? Wir sind jetzt in... Ja, ein Dutzend Leute, aber wir sind gefangen. Ich höre dich nicht. Wo bist du? Genki! Falls du mich hörst, ich bin unterwegs. Halte durch, Mann. Bitte. Krank, Alter. Roxxon und der Underground waren wieder voll die Faxen, ey. Was für ein heftiger Sturm. Warum wohl? Warum ist jetzt ein Sturm gekommen, plötzlich? Weil jetzt kommt der Endkampf und es muss auch richtig emotional und alles werden. Schade, dass halt Finn der Endgegner ist, aber ja. Vielleicht Roxxon, ich weiß nicht. Genki, kannst du mich hören? Genki! Durchhalten, Leute. Ich komme. Sie werden den Park zerstören. Roxxon. Alter. Ah, rede nicht, Alter. Die regt mich übel auf gerade. Alle, ey. Roxxon und Underground. Beide reden mich gerade übel auf. Alter, Mann. Krieg mich nicht auf. Mit jedem Schlag kriege ich Leben dazu, gell, so viel ich weiß. Oder? Ja. Yeah. Also wenn ich mit einem Schlag mache. Geil. Komm mal her. Komm mal her. Krieg mich nicht auf. Wo sind die anderen? Die Geschäfte sind bisher noch ganz. Ach so. Der Befehl lautet Spider-Man außer Gefecht setzen. Ganz einfach. Ich mach gar keine Filme mehr. Direkt. Okay. Das will ich sehen. Aber der Underground ist doch ein bisschen stärker als Roxxon. Achso. Und wie ist es von deinen eigenen Kameraden? Drei kommen nach. Klasse. Ey, wieso kann ich... Ey, renn ich die ganze Zeit weg, Alter. Roxxon und Underground Team. Roxxon. Oh, shit. Den Kampf beenden. Die Leute müssen aus dem Viertel raus. Kein Bock, gar kein Film. Direkt. Oh shit. Jawohl, Alter. Jawohl. Wo ist der? Achso, du bist einfach im Feuer drin. Du bist auch ein Übelster. Ha, merke ich. Sie natürlich. Überall. Wir müssen es uns richtig schwer machen. Aber auf Dächer mache ich die halt schneller fertig. Ja, Mann, ey. Weg mit dir. Perfekter Schuss.
Gloria fies gerollt. Und nein. Und weg mit dir. Ich komm, chill. Ja, Mann. Spider-Man ist wieder Hammer. Nee, komm. Bei dir wird es ein bisschen schwer, aus dem Grund ein Finisher. Weg mit dir. Und weg mit dir. Ey, wie oft noch, ey? Weg mit dir. Ich brauch ein bisschen Leben. Achso, du bist schon weg. Was? Und weg mit dir. Krank. Und weg mit dir. Ey, geil, Alter. Und weg mit dir. Gibt's noch jemanden? Hä, was soll ich machen? Ah, da hinten ist ja noch ein. Das ist unser Wohnblock. Bitte nicht abbrennen. Der Schnee wird immer dichter. Ich muss in Richtung der Schüsse. Kannst du mich hören? Wir sind in... Genki, ich will Richtung Osten. Wo bist du? Den Theos Bodega. Das ist richtig übel. Du musst schnell her... Sie sind in Theos Bodega. Ich bin fast da, aber ich muss das Roxxon und den Underground ausschalten, damit es sicher ist. Ja, dann let's go, komm. Kein Bock, ey, das ist auch wieder zu lang. Ich brauch ein bisschen Leben, kannst du mir das ein bisschen geben? Ey, nein, der ist schon Knockout. Weg mit dir. Oh, es brennt überall, ey. Hier waren, glaube ich, auch nur zwei. Ey, die von Roxxon sind echt übel schwach. Die sind direkt genockt. Ja, Mann, hinter dir. Jetzt die da unten. Die Dächer sind sicher, die Straßen nicht. Oh, komm, Mann, ey. Oh, shit. Oh mein Gott! Übler Move! Der brutalste Move überhaupt! Die Highwands müssen zuerst weg! Die müssen zuerst weg, das war wichtig! Das war sehr wichtig! Ich brauch Leben! Alter, die schießen überall, Alter. Jungs, chillt mal. Chillt mal ganz kurz, bitte. Ey. Oha, was geht bei Dinger ab, ey, dem Panzer? Aha. Ich hab Leben gebraucht, ey. Boah, das war grad knapp. Ja, da macht es. Ich hab keinen Helm, aber egal. Das ist eine Maske. Aber alles gut, kein Problem. Nur noch zwei Leute. Ey, Alter, wie kriegst du mich noch, Alter, ey? Jetzt hab ich dich. So, endlich, Alter, was war das, ey? Genki, wo bist du? Kommt dir da irgendwie weg? Ist da jemand? Leute, hört zu, wir müssen hier weg, aber ich kann nicht alle von euch tragen. Sie hat schon angefangen. Spider-Man Gesicht. Kleiner! Du hast wichtigere Dinge zu tun.
Er hat recht. Geh. Wir übernehmen das hier. Ich komme wieder. Ich weiß. Okay, Leute. Seht hinter jede Tür. Wir lassen niemanden zurück. Nein! Du weißt nicht, was du tust! Die haben es nicht anders verdient! Nein, der Reaktor. Krieger hat aufgerüstet. Du zerstörst nicht nur die Roxxon Plaza. Du machst ganz Harlem dem Erdboden gleich. Ich lasse mich von dir nicht mehr anlügen! Es ist zu spät. Wieder so ein Greifarm. Toll. Ich kann das nicht zulassen. Du kannst mich nicht stoppen. Siehst du nicht, was der Reaktor macht? Er zerstört die Plaza! Er vernichtet Kriegers Denkmal! Alter. Alter! Wenn die Plaza untergeht, nimmt sie alle mit! Wer hat das gesagt? Krieger? Ich hab alles berechnet! Halt still! Jetzt ich hab ich dich schon besiegt! Ich schaff das nochmal! Ja, dann mach's doch! Nicht. Warum hörst du mir nicht zu? Krieger hat nichts am Reaktor gemacht! Ihm fehlt der Grips dafür! Er ist klug genug! Lass mich das beenden! Scheiße. Die Schute. Ja. So leicht geht es nicht, was noch. Wollte Leute beschützen und nicht bestrafen. Es kommt auf dich raus. Bist du fertig? Es reicht jetzt, Alter. Zu kommen. Könnte ich das ändern? Kannst du nicht! Man kann die nicht stoppen, wenn die das machen. Bringt ja auch nichts. Guck mal. Alter. Dein scheiß Schwert, Alter. Weißt du was? Ich wollte gerade was benutzen. Jetzt. Schade. Oh mein Gott. Bist du noch nicht müde? Nein, bist du müde? Oh, ich hab da was gesehen. Komm mal her. Ey. Natürlich ist die stärker, Alter. Aller mieser Kampf, Morbi. Oh mein Gott, nicht aufgepasst. Jetzt. Oh mein Gott. Ja, endlich, Alter. Ich will nicht kämpfen. Wir reden. Nachdem ich den Reaktor auf... Erinnert mich an zweite Teil von Spider-Man, die erste Trilogie.
Finn, da! Der Reaktor geht gleich hoch. Bald können wir das nicht mehr stoppen. Nein! Ich werde nicht nochmal weglaufen! Du warst der Einzige, den ich auf meiner Seite brauchte! Ich bin auf deiner Seite! Wir erledigen Roxxon mit den Informationen über Nuform! Geht nicht! Interessiert keinen! Was sind das wieder für Waffen, Moruk? Das ist die Chance. Sie steckt fest. Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen. Jetzt, ja. Oh Gott sei Dank. Schön doch mal, ich wollte doch nicht zum Reaktor, Alter. Aha, was habe ich da gesehen? Komm alle. Wieso kommst du nicht? Oh shit! Was war das gerade? Hat nicht geklappt. Und jetzt? Jawohl. Komm. Oh mein Gott. Oh. Jetzt habe ich dich. Nein. Komm. Nochmal. Oh, mies. Mies. Und dann noch Finisher. Es geht weiter, ey. Es hört nicht auf. Was ist das, Moro? Es ist okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist sogar okay, wenn ganz Harlem hochgeht. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut wir versichern? Und wie gut sich ein terroristischer Anschlag auf uns macht? Vergiss Roxxon Plaza. Hier in Kürze, Roxxon City. Okay, bis dann, Kinder. Jetzt. Nein, Alter, ey, es reicht langsam, Alter. Die ich muss ihn aufhalten. Du musst gar nichts aufhalten. Du machst es komplett falsch, Alter. Du willst die ganze Stadt zerstören. Ich weiß, was du Rick versprochen hast. Aber er würde nicht wollen. Sag deinen Namen nicht. Dann kriegst du halt auf die Fresse, was soll ich sagen. Du willst die Wahrheit? Hier ist sie. Rick würde es hassen, dass du zu Tinkerer geworden bist. Sei still. Ach so, machst du die ganze Zeit Späß oder was? Stoppen wir das! Ich hab dir jede Chance gelassen! Ich will dich nicht töten! Du kannst nicht gewinnen! Warum kämpfst du weiter? Ich Spider-Man bin! Ja, es geht weiter. Oha! Oh shit! Oh shit, Alter.
Was ist das jetzt? Wieder ausgewichen, das ist halt brutal weich. Oh Mann, Alter. Jetzt habe ich die. Nein, nein, nein. Spider-Man. Guck mal, sehe ich schon nicht einmal getroffen gerade. Boah, Alter. Jawohl, endlich. Ich muss ausweichen. Du tust ausweichen, mach doch keinen Kopf. Jetzt. Hey, wieso kriegst du nicht uns? Boah, yes. Jawohl. Das kannst du vergessen. Wenn das mich trifft, ist es mein Ende. Oh mein Gott, guck mal, wie es ausgebreitet ist. Jawohl, endlich. Komm. Oh shit. Das ist halt brutal, der Move. Hab dich wieder. Schade. Es ist vorbei, Miles. Ja, ich weiß. Miles hat jetzt auch eingesehen. Und jetzt kommt wieder derselbe Move. Ich höre dir nicht mehr zu. Passt du ja nie. Ja, du hast mir nie zugehört, Alter. Und aus dem Grund kommen wir in solche Schwierigkeiten. Du hältst mich nicht auf. Ich muss es versuchen. Siehst du, wie nah ich bin? Das war so nicht geplant. Ich kann es stoppen. Tut mir leid. Schon gut. Ich verstehe nicht, was wir jetzt machen sollen. Nicht viel Zeit. Ich muss ihn deaktivieren. Nur noch ein bisschen. Krass, ey. Meins gibt mein Bestes. Ich bin sogar R2. Aber somit schreibt er seinen Namen. Geschafft. Er wird dann die Welt retten. Komm schon. Die Welt, sag ich, die Stadt retten. Also Harlem retten.
Als ob. Alter, wie Oha, Alter. Nochmal. Also ich glaube, Mais kann so sterben, Alter. Oha. Brutal. So jung. Hey, verschwinde hier, Junge. Wir kümmern uns um die. Haben Sie ihn erkannt? Gut gemacht, Spider-Man. Danke. Wer ist das? Der Kerl? Unser Spider-Man. Finn hat sich zum Schluss geopfert. Krass. Ja. Kommen Sie, das sind eindeutig Fakes, das ist gefälscht! Haben Sie gehört? Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ich mach Sie fertig! Ich ja, werde... ja, wir können Sie! Ich mach Sie fertig! Haben Sie gehört? Ja! Ganz genau, Freunde. Simon Krieger ist im Gefängnis. Aaron Davis, alias der Prowler, hat ihn und Roxxon verpfiffen. Davis wird auch sitzen, kriegt aber wohl mildernde Umstände. Wir können von den Ereignissen in Harlem alle etwas lernen. Gemeinsam sind wir stärker. Und glücklich ist das Viertel, das einen eigenen Spider-Man hat. Siehst gut aus, Haley.
Hallo. Nicht schlecht. Wir sehen uns. Hey Kleiner, was hast du vor? Ich trage mich natürlich wie eine Schicht ein. Schön für dich. Wir sehen uns nach den Ferien. Bis dann. Hey Mann, das gibt's. Hey, wie geht's? Mir geht's gut, Mann. Echt gut. Wir sehen uns. Der Beste, Alter. Mann, ich fasse das mit dem Anzug nicht. Echt cool. Passt zu mir. Ja, genau. Pete, wird dieser Job jemals einfacher? Teilweise ja. Aber manche Dinge werden nie einfacher. Roxanne hat das hier gemacht, weil wir in ihren Augen wertlos sind. Ich, Rick, Finn, alle in Harlem. Es ist unser Job, sie damit nicht davonkommen zu lassen. Kommt zum Spider-Man-Eid dazu. Geht's los? Geht los. Okay, krass. Na Leute, das war's auch. Aber kommt noch zum Schluss was? Ey, sag mir, dass zum Schluss noch was kommt. Komm, sag's mir. Aha. Harry, gell? Yeah? Die haben den doch nicht vergessen. Wenigstens. Die Einwohner Harlems stehen immer noch unter dem Eindruck der jüngsten Aufstände der als Underground bekannten Gruppe. Während die Roxxon Corporation sich vor Gericht verantworten muss, sprach die neu gewählte Stadträtin Rio Morales gestern vor die Presse mit einem Appell für zusätzliche öffentliche Gelder, die helfen sollen. Die Werte sind gut, Kreislaufsystem ist stabil, Hirnaktivität normal. Er war lange genug da drin. Mr. Osborne, ich verstehe Ihre Sorge. Aber seine Krankheit könnte... Kurt. Aber es könnte unter Umständen sehr gefährlich sein. Ich sagte, rausholen! Jetzt! Okay, Harry haben die jetzt auch rausgeholt. Mach's gut, Finn. Weiter, du kannst jetzt ein paar erneut spielen, Tageszeit ändern auf Ultimativ, dies, das. Aber Leute, das war's mit Spider-Man Miles Morales. Hey Mom, hast du zu tun? Nur ein bisschen. Was gibt's? Ich komme gerade aus der Trinity Church. Ich musste an Finn denken. Und? Was beschäftigt dich? Sie hat mir das Leben gerettet. Dir! Allen anderen! Dabei hat sie uns erst in Gefahr gebracht. Aber seitdem ich weiß, was mit Rick passiert ist, verstehe ich es irgendwie. Menschen sind kompliziert. Nimm Onkel Aaron. Er hat Krieger ins Gefängnis gebracht. Er half uns, Leute aus Harlem rauszubringen. Aber wenn ich ihn ansehe, muss ich nur an die Qualen deines Vaters denken. Ja. Du musst Finns Leben nicht beurteilen, Micho. Auch nicht ihren Tod. Behalt einfach in Erinnerung, warum du sie so gern hattest. Du bist immer für mich da. Das ist mein Job.
Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Entiendes? Sí. Te quiero. Jetzt Leute, auf jeden Fall abonniert, aktiviert die Glocke, falls DLCs oder irgendwas, keine Ahnung, was Interessantes bei Miles Morales kommen wird oder kommt, werde ich es auf jeden Fall auch aufnehmen. Und ja, und nochmal danke, dass ihr mitgeschaut habt von Anfang bis Ende. Also die Leute, die mitgeschaut haben. Hey Miles, ich versuche, wow, hier nach all der Zeit alles, was liegen geblieben ist, aufzuarbeiten. Keine Pause für die Spider-Man? Nein. Wo wir gerade dabei sind. Ich werde nach meiner Rückkehr nicht die ganze Zeit hinter dir herschwingen und dich überwachen. Ich vertraue dir. Und ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Was denn? Kann ich helfen? Ich brauche einen Job. Freelancer beim Hugel war super, aber ich will jetzt etwas Festes. Schon mal an Unterrichten gedacht? Das kannst du gut. Im Ernst? Nein. Nein. Vielleicht? Ich denke drüber nach. Bis dann. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst meine Bewertung, guckt unten in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Hade.